Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstagnacht, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das ist bei uns auch immer eine Themennacht. Und unser Thema heute Nacht heißt Eitelkeit und Ehrgeiz. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extrem eitel sind, die vielleicht modesüchtig sind oder ein irres Geld ausgeben für Kosmetika oder auch für schönheitschirurgische Eingriffe. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die ja unbedingt im Rampenlicht stehen wollen, die extrem ehrgeizig sind, die für ihre Ziele fast alles tun würden oder vielleicht sogar alles tun würden. Also die unbedingt ganz nach oben wollen, die sehr, sehr ehrgeizig sind. Eitelkeit und Ehrgeiz, unser Thema heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer mit rein. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Florian. Hallo Florian. Hallo Domian. 25 Jahre alt. Richtig. Eitel oder ehrgeizig oder beides? Eitel. Eitel. Und zwar ist es bei mir so, also dass ich im Monat meistens immer so ein bis zwei oder auch dreimal im Monat in Parfümerien gehe und halt tierisch viel Geld für Parfum ausgebe, für Deodorants und andere Pflegeprodukte. Dreimal im Monat? Ja, also es ist meistens, also die Durchschnittssumme im Monat sind immer so 200 Euro. Wow. Und ja, das ist so meine Eitelkeit. Allerdings, ich gehe so in solche Läden vielleicht ja einmal im Halbjahr oder so. Ja, gut. Das reicht mir dann aus. Also normalerweise, also ich höre das immer von meinen Mitmenschen, da heißt es immer, ja, eine Flasche Parfum, die reicht doch Monate, Jahre oder so. Aber bei mir ist es halt so, also ich habe halt ein tierisches Problem damit, wenn ich andere Menschen schlecht rieche, also wenn andere Menschen schlecht riechen. Und demzufolge möchtest du selbst auch gerne gut riechen. Ja, genau. Ja. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich habe, weil ich kann nicht mit der Vorstellung leben, schlecht zu riechen. Ja. Was sind das für Produkte? Ist das hauptsächlich Parfüm oder eben auch so anderen Schnickschnack? Also das ist in erster Linie schon Parfum. Also mittlerweile stapeln sich die geschlossenen Kartons mit Parfum bei mir schon. Die geschlossenen Kartons? Die geschlossenen Kartons, weil? Ja. Also ich habe mittlerweile so 8, 9 offene Flaschen. Aha. Ich benutze halt immer jeden Tag ein anderes. Ach so, du hast also keine Florian-spezifische Duftnote? Nein, also deswegen ja auch. Also ich gehe in diese Parfümerien und ich bin dann da eine Stunde oder auch 2 Stunden wirklich drin. Wobei man ja gar nicht so lange da bleiben kann, weil die Nase dann taub ist, wenn man zu lange... Da gibt's ja super Tricks. Also da haben die ja also in diesen einschlägigen Parfümerien schon Sachen zum Neutralisieren. Also ich besprühe mir da auch nicht 1000 Sachen auf die Haut, sondern es gibt ja diese wunderbaren Teststreifen. Mhm. Und wenn dann die Nase wirklich von dem ganzen Alkohol so weit taub ist, dann riecht man halt einmal an Kaffeebohnen. Ach so, sehr geschickt. Das neutralisiert das Ganze schon wieder. Ah ja. Das ist halt immer, also ich höre dann auch immer, also meine Freundin ist zum Beispiel, für die ist das Geld, was ich ausgebe, für sie ist es völlig unverständlich. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Gärtner. Du bist Gärtner? Ja. Das heißt, so die Riesenkohle verdienst du damit auch nicht? Also mittlerweile schon. Weil schon? Auch wieder ein Teil Ehrgeiz, weil ich bin Gärtnermeister. Ach so, ja gut, das ist natürlich nicht schlecht. Und dann, das heißt, die 200 Euro im Monat kannst du locker dafür dann ausgeben. Ja gut, also ich sag halt immer, es ist mein Hobby und ich mache halt keine andere Sachen. Ich trinke selten Alkohol, ich rauche nicht oder sonst was. Also das ist Parfüm. Das ist Deodorant auch? Also Deo. Da ist es meist so, wenn ich eins habe, was mir gefällt, dann behalte ich das schon eine längere Zeit, aber das ist natürlich die Masse, die ich verbrauche. Ja. Also das Deo ist das Einzige, was ich dann wirklich am Tag auch ab und zu mal erneuere. Ja. Also aufgrund der Arbeit halt auch schon. Ja. Das ist ja verrückt. Ich würde ja denken, so ein Gärtnermeister, das ist so ein kerniger Bursche, der auf solche Sachen nicht so viel, sehr viel Wert legt. Aber bei dir ist das ganz anders. Ich hätte jetzt auch mir gerade gedacht, du arbeitest als Verkäufer in einer Modeboutique oder... Nein, absolut nicht. Oder irgend sowas. Was sagt deine Freundin dazu, wenn du immer so mit so einer riesen Wolke durch die Welt gehst? Das ist also, sie versteht, dass ich gepflegt auftreten will. Und ja. Also das respektiert sie auch. Das ist für sie auch wichtig und das ist für mich auch in erster Linie wichtig. Ja. Aber sie sagt schon, also morgens ist es, wenn sie nach mir ins Bad geht, weil ich
so eine halbe Stunde bis Stunde stehe ich dann da auch. Fällt dir in Ohnmacht? Ja, weil das da also, so wird sie das Bad nicht betreten. Also, wie lange brauchst du morgens im Bad? Eine halbe Stunde bis Stunde. Eine halbe Stunde bis Stunde. Meine Damen und Herren, wir reden gerade mit Florian, 25 Jahre alt, Gärtnermeister von Beruf. Er braucht morgens fast eine Stunde, bevor er dann top gestylt in seine Gärtnerei gehen kann. Und die Blumen werden doch wahrscheinlich welk, wenn die den extremen Geruch von dir mitkriegen. Nee, also es ist noch nicht vorgekommen, aber... Ich warte mal in Zukunft ab. Was sagen denn die Jungs so, deine Freunde? Finden die das okay oder finden die das ein bisschen sehr übertrieben und fast schon ein bisschen verweichlicht? Es ist also verweichlicht nicht, aber es ist für sie, also sie verstehen es nicht so ganz, warum ich das mache. Ich habe denen das zwar schon öfter erklärt, aber was sie halt nicht mögen, ist, wenn sie mich morgens irgendwo antreffen oder so, weil Parfum, also trage ich halt nur einmal am Tag auf. Aber dann auch ordentlich, ne? Ja, das ist nämlich das Problem. Und dann sagen sie immer, ach, wenn du hier in den Raum kommst, dann riecht das wie ein ganzer Parfumladen und hast du wieder eine Parfümerie überfallen und so. Also, ja, wobei, ich sag das so, das machen ja viele Jungs mittlerweile, dass die sich so extrem stylen und die sehen ja manchmal aus, wenn die samstags ausgehen, als wären sie wirklich vorher beim Kosmetiker gewesen oder bei der Kosmetikerin. Ja gut, wobei extrem stylen bei mir auch falsch ist. Also zupfst du dir zum Beispiel die Augenbrauen? Zupfst du die dir? Nein. Das nicht. Was machst du denn dann so lange morgens im Bad? Ich zupfe halt Stunden an meiner Frisur rum. Also ich habe, weiß Gott, keine langen Haare. Ja. Aber da zupfe ich halt echt lange rum. Also das ist... Was gibt's da zu zupfen? Entweder kommt da Gel rein oder man kämmt sie oder ja, was? Ja, genau. Aber das Gel muss natürlich genau sitzen und hier muss eine Strähne rausstehen und da anliegen und so. Das Problem ist, meine Haare sind immer recht widerspenstig, obwohl sie recht kurz sind, aber... die sind halt nie so, wie es sein soll. Und dann ist natürlich auch, also Gel natürlich, und dann ist auch immer eine Masse an Haarspray, was dann darauf kommt, damit es auch hält. Das heißt also, dir mal locker über den Kopf streicheln, ist eher dann kein schönes Vergnügen. Also das ist borstig und hart. Ich achte schon drauf, dass es nicht hart ist, weil wenn es zu hart ist, dann ist es absolut auch kein schönes Gefühl für mich selbst. Also wenn man dann sich mal irgendwie über den Kopf streicht, oder dann tut es echt nur weh. Und das mache ich nicht. Also es ist schon ein Punkt, wo ich sage, es ist nicht zu hart, aber es hält dann auch. Schminkst du dich? Nein. Nee. Nur halt, ja, ich bin halt Gesichtscreme und... Achso, Gesichtscreme schon. Maske auch, Gesichtsmaske? Ja, das hat mir meine Freundin mal aufgeschwatzt, aber das war nicht wirklich so mein Fall. Aber also, nimmst du eine Nachtcreme, eine Tagescreme? Also... Ja, also bevor ich ins Bett gehe, da gibt's schon eine Creme, die ich mir dann ins Gesicht verteile. Ja. Was für eine Zeit leben wir? Ich fasse es nicht. Die jungen Kerle schmieren sich dann eine Nachtcreme ins Gesicht. Hammer ist das. Das ist doch nicht männlich, Mensch. Na, das mag vielleicht für dich nicht männlich sein, aber also für mich ist das so eine Erziehung. Also mir hat man immer schon von vornherein weg, also hat mir das eingebläut. Ja. Wenn ich also auf andere Leute treffe, dann habe ich auch gefälligst gepflegt zu sein. Ja, gut, ich sage ja nicht, dass du stinken sollst. Gepflegt und übergestylt, da liegen ja Welten unter Umständen noch dazwischen. Aber das ist halt so ein Punkt, den ich mit mir selbst nicht vereinbaren kann. Also wenn ich dann zum Beispiel auf Leute treffe oder im Bus bin oder und ich sehe irgendjemanden, der aussieht, als hätte er sich, was weiß ich, 3-4 Tage nicht die Haare gewaschen oder so. Ja, gut, da müssen wir gleich drüber reden. So, das finde ich auch nicht gut. Warst du bei der Bundeswehr? Ehrlich? Und wie ging das da morgens mit dem Style? Da waren in erster Linie keine Haare da, aber ohne mein Parfum ging da gar nicht. Du bist ja auf zur militärischen Übung mit einer Duftwolke gegangen. Tatsächlich ja. Ehrlich? Und die anderen Jungs haben dich nicht ausgelacht oder so? Also ich hatte Glück, dass ich echt verständnisvolle Leute da mit mir hatte und das Einzige, was da wirklich war halt das Parfum und wirklich, da hat man das nicht wirklich mitgekriegt. Also, hast du ein Lieblingsparfum eigentlich? Ich habe ein Lieblingsparfum, ja. Sag's. Zurzeit. Das ist The One von Dolce & Gabbana. Ah ja. Ohne da jetzt Werbung machen zu können. Naja, es gibt ja noch viele andere. Sag mal, und deine Freundin? Ja, also... Nein, ist die nicht manchmal auch scharf drauf, so das Tier in dir zu riechen, ebenso den Mann pur, ohne 1000 Deos und Parfüm und weiß ich was alles. Einfach so, wie du als Typ Florian riechst. Natürlich. Hat die ja keine Chance zu. Natürlich, wenn ich morgens das Parfum benutze und dann, ich gehe auch irgendwann duschen und ich nicht direkt nach dem Duschen wieder, haue ich mir dann wieder das Parfum rauf. Also so ist es ja nicht. Also die weiß schon... Die weiß schon, was sie hat, ja. Und deine Arbeitskollegen oder der, ja gut, du bist jetzt der Gärtnermeister, aber es gibt sicher Arbeitskollegen, die sagen also, nichts oder rümpfen also die Nase? Für die männlichen Kollegen ist es auf jeden Fall ein Problem. Ja. Also die kommen da überhaupt nicht mit zurecht, ja. Was ich so gehört habe. Und ja, also bei den Frauen ist es eigentlich überhaupt kein Problem.
Hast du von den Männern auch schon mal irgendwie so eine Bemerkung gehört, das ist schwul oder so? Ja, öfter. Aber da kann ich mit umgehen. Also ja. Ich denke mir dann immer... Und die Mädels finden das gut und die finden es süß. Ja, klar. Also das ist für die kein Problem. Da höre ich dann so Sachen wie, ach, das riecht aber gut und was ist denn das wieder und so. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also Parfümerie ist klar, hast du jetzt erzählt. Was umfasst die Eitelkeit sonst noch? Die Haare, hast du erzählt. Wie ist es mit den Zähnen? Beschäftigst du dich da auch mit? Auf jeden Fall. Also ich find gründliche Zahnpflege schon wichtig. Ja. Also mindestens zweimal am Tag Zähne putzen. Ja. Dann gibt es da auch noch so allerhand nützliche Utensilien. Also ich bin ein Mensch, der ganz penibel Zahnseide benutzt. Da sind wir beide Brüder im Geiste. Weil da habe ich auch den absoluten Tick. Also die Zähne, die müssen sowas von sauber sein. Ja, und auf jeden Fall. Ich habe auch 1000 Bürstchen und Zahnseiden und Spülmittel und sowas alles. Es gibt ja auch so allerhand tolle Sachen, so Zungenreiniger. Ja, genau, Zungenreiniger, sehr wichtig. Viele Leute wissen gar nicht, dass ihr Mundgeruch nicht aus dem Mund, also aus den Zahngegenden kommt, sondern von der Zunge kommt. Eben. Und die Zungenreiniger sind, die sind spottbillig. Erstmal sind sie überhaupt nicht teuer. Ja. Die Anwendung ist auch nicht... Weiß ich nicht, auch nicht wirklich schwierig. Also. So, und Körperbehaarung, auch alles runter? Ja. Ihr Jungs rasiert euch ja noch alle im Schritt mittlerweile. Finde ich auch absolut unmännlich. Bist du auch im Schritt rasiert? Bin ich auch. Ach, Florian. Mann, ein Kerl muss da Haare unten haben. Aber Beine rasieren und so, also das nicht. Also Beine, so weit geht's da nicht. Aber, nee, aber der Pimmel muss nackt sein. Ja. Können wir uns drauf einigen. Florian, es war sehr nett, mit dir geplaudert zu haben. Ja, auch. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Und schönen Gruß an deine Freundin. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt Eitelkeit und Ehrgeiz. Ich möchte folglich gerne mit sehr eitlen Leuten reden, wie Florian, die so für ihre Eitelkeit vielleicht ganz viel Geld ausgeben, ganz viel Zeit investieren, die für Kosmetika, Parfüm oder auch Schönheitschirurgie eine ganze Menge Kohle hinlegen, und mit sehr ehrgeizigen Leuten, die ganz nach oben wollen, die vielleicht auch im Rampenlicht stehen wollen, die für ihren Volk, man sagt ja so über Leichen gehen, so als geflügeltes Wort, aber die das vielleicht auch täten. Nicht im wirklichen Sinne, aber die sehr rücksichtslos sagen, na, ich will das Ziel erreichen und dafür bin ich auch bereit, sehr, sehr viel zu opfern und vielleicht auch einige Tabus zu brechen. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Sanni! Eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Hallo. Eine Frau, Sanni, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sanni, vorab. Erstmal zu Florian. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Lassen drunten, unten rum. Bitte. Ein bisschen Wolle ist schon schön. Ja, ne? Sagst du auch. Ja. Das ist völlig verrückt. Ich weiß noch früher, wenn ich im Fitnessstudio war und wir geduscht haben und die Jungs unten glatt rasiert waren, dann waren das in der Regel schwule Jungs. Mhm. Heute ist das komplett anders. Heute gehört es zum guten Ton, dass die Jungs sich unten rasieren. Ja. Ne? Und du als Frau sagst auch, das ist dir zu... So ein bisschen rumkruscheln ist schön. Ja, das ist auch viel animalischer, wenn da ein bisschen haarig sind. So, Sanni, wir unterhalten uns über Eitelkeit oder Ehrgeiz? Ehrgeiz. Du bist sehr ehrgeizig. Ja, ich bin sehr ehrgeizig. Inwiefern? Erzähl. Insofern, als ich das von klein auf, also ich habe früher Leistungssport getrieben und ich versuche gerade runterzukommen von dem Trip und merke, wie schwer das ist. Was hast du für einen Sport getrieben? Taekwondo. Ah ja. Reden und sagen. Bitte? Wundervolle Sportart. Ja. Koreanisches Karate, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich kenne es, ja, so wie man es so kennt halt. Vom Gucken, genau. Zugucken. Mhm. Mittlerweile olympisch. Ich war, als es noch vor-olympische Sportdisziplin war, zweimal bei Olympischen Spielen dabei. Mhm. Ja, warum? Klar. Bei welchen Olympischen Spielen warst du dabei? 88 in Seoul und 92 in Barcelona. Ah ja, gut, da muss man natürlich schon sehr ehrgeizig sein, wenn man dieses Ziel hat, allein schon bei der Olympiade dabei zu sein. Und wie bist du platziert, da rausgegangen? Oh, 88 habe ich Bronze gemacht. Ehrlich? Das ist ja spektakulär. Gratulation. Ja, Europameisterin war ich und lauter so ein Kram. Und ich meine, es ist wunderschön, so einen Traum träumen zu können. Ich möchte Weltmeisterin werden. Mhm. World Games habe ich mal gewonnen, aber Weltmeisterschaft habe ich dann nicht geschafft. Aber immerhin warst du schon sehr, sehr, sehr weit oben. Und da hat nicht mehr viel gefehlt. Genau. Wenn du bei einer Olympiade schon Bronze bekommst, mein Gott, das ist ja schon, da träumen ja ganz viele Leute von, ganz viele Sportler von. Was hat dich damals angetrieben? So, du musst doch auch dann unglaublich trainiert haben. Was hat dich angetrieben?
Also ich habe so 26 Stunden die Woche trainiert und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, das Training auch, aber angetrieben immer wieder dieser Ehrgeiz, dieser Spaß, mich zu messen mit anderen, diese Freude, auch als ich aufgehört habe mit dem Leistungssport. Ich habe die ganze Zeit, während ich Leistungssport getrieben habe, nie von Meisterschaften geträumt. Warum? Pass auf, lass mich fragen. Ja? Wie ist das begründet? Wie ist dieser Spaß, sich zu messen mit anderen, begründet? Du hättest den Sport ja auch für dich betreiben können. Warum dieses erstplatziert sein zu wollen, sich messen zu wollen und so weiter? Lobgeil, hungrig auf Lob. Woher kommt also die Lust nach Lobgeil? Ich habe hinterher, ich sehe das mittlerweile kritisch. Ich bin Sportlehrerin, habe dann dem Leistungssport ziemlich den Rücken gekehrt, aber nicht Rücken gekehrt im Sinne von, ich finde es schlecht, im Gegenteil, beides. Ich finde es, man muss sehr wach sein, was Leistungssport aus Menschen macht. Was macht Leistungssport aus Menschen? Es sind sehr zuverlässige Arbeiter, ich würde es mal nennen Arbeitsbienen, die für wenn ein Kollege etwas möchte von einem Ex-Leistungssportler und macht nur einen kleinen, bitte kannst du das noch machen, ich habe keine Zeit oder ich kann das nicht, der Leistungssportler sagt sofort, ja. Natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, bei einem Leistungssportler steht eben an allererster Stelle auch der Leistungssport. Und nicht beispielsweise ein Partner, eine Liebe. Richtig. Es ist wahnsinnig egoistisch. Es frisst alles auf. Die ganze, also meine ganze Jugend, ich habe Sport studiert. Die ganzen Unifäten, all das habe ich verpasst. Nochmal die Frage. Warum? Was ist die letzte, was ist die letzte Urtriebfeder, wenn du dich soweit analysiert vielleicht hast? Gier, die ich jetzt noch verspüre. Gier. Ja. Woher kommt die Gier? Es ist Gier auf Extremes. Also ich springe zurzeit extrem Fallschirm zum Beispiel. Habe ich angefangen jetzt Fallschirm zu springen. Ich habe in 2 Jahren 1600 Sprünge gemacht. Boah. Was ist das? 1600 Sprünge. Warum? Gier. Neues Spielzeug bis zum Exzess ausprobieren. Jemandem etwas beweisen zu wollen? Nein, eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, doch dann auch wieder. Also früher Leistungssport ganz sicher, jemandem etwas beweisen zu wollen. Also das war schon auch wichtig. Also du hast es extrem gelebt. Wenn man bei der Olympiade mitgemacht hat, hat man es extrem gelebt. Ja. Du siehst es ein bisschen kritisch heute, bist aber irgendwie immer noch so drauf. Ich bin immer noch so drauf. Das ist echt schwierig. Ich will runter und war eine Zeit lang, wo ich dachte, jetzt bin ich geheilt, jetzt will ich zum Beispiel vom Fallschirmspringen runterkommen. Das ist eine sehr teure Sportart. Ist das wie eine Sucht fast schon? Es ist eine Sucht, ganz klar. Das sagen ja auch viele Sportler, dass das wie eine Sucht ist. Dass sie gar nicht mehr aufhören können. Ich habe es geschafft, gut aufzuhören. Also ich habe dann wirklich eine Deadline mir mit einem Termin, also das war nochmal ein World Cup Deutschland und dann habe gesagt, okay, das wird mein letzter Meisterschaft und habe das dann auch durchgezogen. Fing dann an, vom Wettkampf zu träumen. Deswegen habe ich gemerkt, wie sehr... Wie vom Wettkampf nachts zu träumen? Oder? Nachts, ja. Ach so, ja. Also ich hatte nie vor großen Turnieren oder so Träume vom Kämpfen, aber ich habe aufgehört, Wettkampf zu machen und habe von diesem Halle und da drüben sind die Koreaner, was ist wohl meine Gewichtsklasse? Und fing an, davon zu träumen. Also kann man sagen, dass nachdem du davon weggegangen bist, dass du da auch schon irgendwie in ein Loch gestürzt bist? Ja, ich habe dann natürlich die nächste Droge gesucht. Ich habe mich dann in die Arbeit gestürzt, war ein Workaholic. Ah ja, Arbeit, das heißt in dein Studium und dann deine Arbeit als Lehrerin? Studium hatte ich dann mittlerweile schon fertig. Also ich war 11 Jahre in der Nationalmannschaft. Nochmal zur zeitlichen Einordnung. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Von wann von welchem Alter bis zu welchem Alter warst du aktive Leichtathletin? Taekwondo-Sportlerin. Mit 14 habe ich angefangen in der Jugend zu kämpfen. Mit 16 war ich dann in der Jugendnationalmannschaft und habe gekämpft bis 30. Bis 30, ah ja. Klar, das zählt natürlich nicht zur Leichtathletik, entschuldige, das habe ich gerade falsch ausgedrückt. Ja, okay. Gab es in diesem Bereich eigentlich auch Doping, das Problem des Dopen? Es wurde sehr stark kontrolliert. Hast du mal gedopt? Nein, gedopt nicht. Aber? Aber ich habe zum Beispiel, das war auch dann mit dem Grund, dass ich aufgehört hatte, also
ich habe gegen Ende meiner Leistungssportkarriere natürlich, also der Körper hatte dann 11 Jahre, also mehr als 11 Jahre, wenn man die Jugend noch mitzählt, aber alleine die Erwachsenen, Seniorzeit dann 11 Jahre Nationalmannschaft hinter sich. Und obwohl ich mich selbst trainiert habe, weil ich ja Sport studiert habe, auch sehr clever trainiert habe, Leistungssport ist Verschleiß. Eine meiner Regeln war, ich wollte mich niemals fit spritzen lassen für einen Wettkampf. Aber du hast es doch getan. Und ich hatte einen Kreuzbandanriss, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Das war eine Weltmeisterschaft und ich konnte nicht ausweichen, ich konnte nicht mal einen Sidestep machen. Und ich habe gedacht, also Taekwondo ist Vollkontakt-Wettkampf. Man hat eine Kampfweste an, Schienbeinschoner, Unterarmschoner, Kopfschutz. Man darf einen Mundschutz anziehen. Und ich habe wirklich Angst gehabt, ich bin da freiwillig. Also hast du dich dann spritzen lassen, um dann wieder stabil und fit zu sein, ja, für den Kampf? Ja, also eine Kochsalzlösung halt ins Gelenk, damit der Gelenkspalt weiter wird. Das darf man dann, ja, ne? Das ist ja erlaubt. Ja, genau. Also das ist quasi ja einen kleinen Erguss ins Gelenk gemacht, einfach damit es nicht auf den Bändern reibt. Aber das war schon so eine Warnung für dich, dass es eigentlich so nicht weitergehen kann. Das war für mich einfach, mein Körper sagte, hey, es reicht. Ja. Und, bist du eigentlich irgendwie durch die Eltern so da etwas reingezüchtet worden in dieses Leistungsdenken? Nee, eigentlich nicht. Also mein Vater war super stolz auf mich, das ist klar. Meine Mutter hat es am Anfang gern gesehen, aber sie war sehr früh so, dass sie, glaube ich, lieber gesehen hätte, dass ich aufhöre. Also du kommst nicht aus einer Sportlerfamilie? Nein. Und warum hast du dich für diesen doch eher ungewöhnlichen Sport entschieden? Oh, das war Zufall. Ich war vorher Turnerin. Ich bin sehr früh sehr groß geworden. Also ich war mit 12 Jahren dann schon so groß, wie ich heute bin. Und wie groß bist du heute? Ich bin 1,74. Ah ja, naja, gut. Und das ist für Turnen, für Leistungsturnen eigentlich zu groß. Oder eine sehr große. Ja, und ich habe dann in der Zeit, in der ich eben gewachsen bin, keine Fortschritte mehr im Turnen gemacht. Schon damals ehrgeizig. Und dann hat mir das auch keinen Spaß mehr gemacht. Und so kam es dann zu dem Taekwondo. Dann war das, bei uns im Dorf war halt ein Taekwondo-Verein und ich dachte, wenn ich älter werde, als Frau sich selbst verteidigen zu können, ist doch ganz toll, gucke ich mir das mal an. Und dann bin ich da hängen geblieben und dann war ich gerade mal 2 Jahre dabei, da wurde dann klar, dass Taekwondo 88 das erste Mal dabei sein würde. Das war 1982 oder so. Und da warst du angefixt, hast du gesagt, da will ich dabei sein. Angefixt war ich, als ich 7 war. Ach so. Als ich 7 Jahre alt war, saß ich vor dem Fernseher, gebannt, habe Nadja Komanetski Bodenturnen sehen. Ich weiß nicht, ob du die kanntest. Nee, aber einige von unseren Zuschauern und Zuhörern werden sie kennen noch. Geniale Turnerin. Und ich sah die an und Olympische Spiele und es wurde übertragen und ich habe gesagt, ich will das auch. Da will ich mal bei sein und mein Traum ist, in der Sporthalle zu schlafen. Ich wollte immer in der Weichboden schlafen und aufwachen und sofort zum Stufenbarren oder ans Reck gehen können. Sani, was würdest du sagen? Was war das größte Opfer, was du gebracht hast für deinen Sport und für deinen Ehrgeiz? Meine Ehe. Stark gefährdet. So gefährdet, dass wir zurzeit auseinander sind und wir lieben uns beide. Aber ich glaube, für meinen Mann war es sehr schwer, immer die zweite Rolle zu spielen. Das ist schon gravierend. Das Freunde, die ich versetzt habe. Ich glaube, dass ich sehr egozentrisch bin, ich weiß es nicht. Ich arbeite da sehr stark an mir. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich eine ganz gute Zeit dann für dich, so eine Zäsur auch zu machen, wenn du so eine Selbstanalyse hinlegst, woran sicher viel stimmt, dass du vielleicht für den anderen Teil deines Lebens etwas anders lebst und besonderer lebst und weniger angespannt lebst und weniger erfolgsorientiert lebst. Ja, genau. Gier ist immer noch da. Gier ist eine üble Leidenschaft, die wir Menschen haben. Ja, aber es steht zum Beispiel auch in dem Wort Neugier. Also es hat immer alles bei zwei Seiten. Ja, natürlich. Ja. Das Maß. Es ist immer eine Frage des Maßes. Genau. Ich habe jetzt angefangen, Medizin zu studieren. Ich finde es geil. Also eine sehr aktive Frau rundherum. Liebe Sani, es war nett mit dir. Ich wünsche dir alles Gute und
Ein bisschen mehr runterfahren täte sicher nicht schlecht. Ich glaube auch. Glaube ich auch. Und weniger aus der Luft springen wäre auch nicht schlecht. Ja. Liebe Sanja, alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ganz gerne. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und unser Thema heißt Eitelkeit und Ehrgeiz. Möchte gerne mit euch reden, die ihr sehr eitel seid, sehr ehrgeizig seid. Oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen Partner von einem sehr eitlen oder sehr ehrgeizigen Menschen. Das ist ja nicht immer einfach. Mit Sanja hat es ja gerade auch schon angedeutet, dass ihre Ehe ja fast kaputt gegangen ist oder vielleicht sogar ganz kaputt gegangen ist durch ihren Ehrgeiz, durch ihren Leistungssport. Also wenn ihr direkt, als direkt Betroffene oder als indirekt Betroffene mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer. Christian ist hier. Christian ist 26. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christian. Christian, hallo. Schön, dass du da bist. Zum Hi. Thema Eitelkeit und Ehrgeiz. Was ist es bei dir? Genau, also bei mir geht es um das Thema Schönheitsoperationen. Also ich bin, sage ich mal, ein leidenschaftlicher Fan von Schönheitsoperationen, weil ich gemerkt habe, dass sich dadurch meine persönliche Eitelkeit steigern lässt. Das heißt, du hast dich mit deinen zarten 26 Jahren schon operieren lassen? Mit meinen zarten 26 Jahren. Also ganz zart sieht es nun auch nicht mehr aus, weil aufgrund meines Übergewichtes, muss ich sagen, leide ich da schon ein bisschen sehr drunter. Ach, das ist Übergewicht? Genau, richtig. Wie viel wiegst du? Ich bin 1,70 groß und wiege 90 Kilo, also leicht untersetzt, ja. Ja, so. Ja, und du hast dich schon schönheitsoperieren lassen? Genau, richtig. Also, was hast du machen lassen? Im Prinzip kam ich dadurch meine Freundin Sonja drauf, die kam halt so zu dir, weil mit den ganzen Diäten hat es halt nicht so geklappt, ja. Mhm. Und der Jojo-Effekt hat dazu geführt, dass ich jetzt leicht untersetzt bin. Mhm. Und ja, da habe ich mir Fett absaugen lassen. Mhm. Also nicht gehungert, sondern den einfachen Weg gegangen, zum Chirurgen und Fett absaugen. Hat es genutzt? Wie viel hat man dir rausgesaugt? Genau, also am Bauch sind 2 Kilo weggekommen und an den Armen jeweils 500 Gramm. Ja. Und ich plane jetzt auch das Doppelkinn, weil Sonja gemeint hat, mein Gesicht würde einem Elefant ähneln. Und ja, Sonja. Ich muss selber drüber lachen. Ich empfinde es nicht so, aber Sonja sagt immer, das würde schon sehr monströs aussehen. Ist Sonja deine beste Freundin? Nee, meine persönliche Freundin. Meine eigene Freundin, ja. Genau. Also deine Freundin, deine genau. Partnerin ist das. Und die übt da schon halt schon ein bisschen Druck aus. Aber ich sehe es eigentlich relativ locker, weil ich, weißt du, wenn du dich da drunter legst und dann aufwachst, klar, du hast zwar ein bisschen Schmerzen, aber du fühlst dich dann schon gut dabei und ich fühle mich einfach wohl. Zwei Kilo vom Bauch weggenommen. Mhm, genau. Ich habe so schauderhafte Filme im Fernsehen gesehen, wo das gemacht wurde. Und dann ist die Bauchdecke nicht straff danach, sondern so wellig. Wie ist es bei dir? Genau, also du bekommst eine sogenannte Bauchdeckenstraffung mit Absaugung zusammen. Also du hast dann praktisch eine Narbe von rechts bis nach links, im Beckenkamm, sage ich mal, und in der Schamhöhe, bekommst Fett abgesaugt und die überschüssige Haut, die dann übrig bleibt, wird mitgestrafft. Achso, das heißt, wenn ich jetzt deinen nackten Bauch angucken würde, sieht das straff aus oder immer noch wellig? Das ist im straffen Zustand. Du bist zufrieden damit? Bitte? Du bist damit zufrieden? Ich bin auf jeden Fall sehr damit zufrieden. Ja, und weißt du, das ist halt, wenn du ins Schwimmbad gehst und du siehst halt andere dicke Leute, dann merkst du schon, dass, du hast zwar nichts dafür getan, aber das stärkt dich schon deine Eitelkeit. Weil aber 2 Kilo ist doch auch nicht so die Menge, ne? Oder kenne ich mich da nur nicht so mit aus? Das ist natürlich sehr subjektiv. Also Sonja sagt schon, dass man die 2 Kilo sieht. Ja. Sonja, Mensch, Sonja macht dich ja ganz, ganz jeck im Kopf, oder? Ja, genau. Wie lange bist du mit Sonja schon zusammen? Oh, wir sind schon knapp 6 Jahre zusammen. 6 Jahre. So. Ja. Und jetzt steht halt noch das Kinn an, was halt mein Gesicht halt ein bisschen. Wie viel hat das gekostet, dieses Fettabsaugen des Bauches? Oh, also mit den Armen kannst du schon so 15.000 ungefähr rechnen. 15.000 Euro? Ja, mit dem Gesicht kannst du jetzt 20 noch dazu rechnen. Nee, also das, was du bisher schon bezahlt hast, wie viel? 15.000 Euro für Fettabsaugen, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du zahlst ja für ein ganz tolles Lifting, zahlst ja gar nicht viel mehr. Gut, du musst natürlich da auch die ganzen Kosten noch damit dazu rechnen. Also es ist ja kein reines Fettabsaugen, sondern mit einer Straffung noch dazu. Also nicht, dass wir uns missverstehen. Du hast es einmal machen lassen, oder? Genau, einmal. Einmal machen lassen. Aber Bauch? Da war ja noch eine Nachkorrektur notwendig, deswegen auch diese erhöhten Kosten. Und natürlich noch die Arme. Ach so. Ne? Die Arme kosten ja dann nochmal 5.000 extra. Boah, ist das teuer. Ja, ich bin ja nicht so bewandert, aber ich dachte immer, dass das Fettabsaugen irgendwie ein bisschen
Bisschen günstiger ist. Dein erster Sprecher, der halt für 200 Euro bei Douglas einkaufen geht, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Weißt du, jeder hat da seinen eigenen Standard und ich kann es mir finanziell leisten. Und wie gesagt, meiner Freundin gefällt's. Wir haben Spaß im Bett auf jeden Fall dadurch. Ja. Also erhöhte Sexualität, also Reize im Bett. Und weißt du, jeder hat halt seine Erfüllung bekommen. Jetzt hat Sonja gesagt, von der Seite siehst du aus wie ein Flusspferd. Ne? So in der Richtung, wird sie es ja gemeint haben. Das heißt, du hast irgendwie ein dickes Kinn unterm Kinn, also ein Doppelkinn. Genau, richtig. Also bei mir ist es relativ auch am Gesicht sehr ausgeprägt. Also Sonja sagt halt schon elefantenmäßig. Also das Doppelkinn ist schon sehr ausgeprägt. Das heißt, das Doppelkinn wird weggesaugt. Genau. Also und die Haut auch nochmal gestrafft, oder wie geht das? Ganz genau. Es wird mit einer kleinen Kanüle wird der Unterhals abgesaugt und die überschüssige Haut, also erstmal wird probiert, dass die Haut sich angleicht. Aber bei mir wurde schon vorausgesagt, dass sich das wahrscheinlich nicht angleichen wird, dass dann noch eine Nachoperation in Form einer Straffung, einer Kinnstraffung oder Doppelkinnstraffung notwendig sein wird. Was natürlich dann dementsprechend auch die Kosten in die Höhe treibt. Meinst du denn, dass Sonja dann Ruhe gibt oder kommt da was anders? Ich denke schon. Also ja, du kannst es nicht so sehen, dass sie jetzt allein den Druck ausübt. Aber du machst es persönlich natürlich auch, du willst es auch wirklich. Genau, richtig. Aber ich denke so, 90 Kilo, was hast du, 1,76 bist du groß? 1,70. Ja. 1,70, na okay. 90 Kilo, ja, das ist natürlich zu viel. Aber wäre das nicht mit guter Disziplin und Training und so auch runter zu kriegen? Hätte man das nicht runterkriegen können? Ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Wie du dir vorstellen kannst, ist bei kräftigen Leuten natürlich immer der Versuch und der Wille da. Allerdings mangelt es da schon sehr an der Disziplin. Muss ich dazu stehen? Wäre ja für dich letztendlich ein viel größeres Erfolgserlebnis, wenn du es durch Hungern oder wenn dir doch die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, wieso dann schwerer machen? Weißt du, ich habe schon einen harten Job. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Bank. Ja. In der Bank. Ja. Ja, weißt du, Christian, deshalb auch, weil das sind natürlich alles Eingriffe, die natürlich auch mit Risiken behaftet sind. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Schönheitsoperationen, wenn es Not tut. Aber es ist ja nun auch keine Dampferfahrt. Es ist ja schon immer auch gefährlich. Wenn du in den Spiegel schaust und du merkst, mit Sport klappt das nicht, und auch nicht mit Ernährungsumstellung, und du denkst, du wirst halt dicker und dicker und siehst aus wie Sonja schon sagt, wie ein Elefant, dann fragst du dich schon, das geht gar nicht mehr. Ist das denn eigentlich so, dass das Fett, was man abgesaugt bekommen hat im Bauchbereich, dass das nie wiederkommt? Ist das so? Genau, es werden die Fettzellen abgesaugt. Das bedeutet, das Fett sammelt sich ja in einer Fettzelle an. Ja. Also sprich, deine Fettpolster, deine Fettreserven sammeln sich in diesen Zellen an. Und demnach, wenn die Zellen nicht mehr da sind, kann sich an dieser Stelle, wo abgesaugt wird, auch demnach kein Fett mehr sammeln. Das heißt, du kannst viel lecker Pizza und Eis essen. Demnächst. Ja, so ganz einfach ist es auch nicht, weil die Fettpolster suchen sich ja dann an anderen Stellen, wo noch Zellen bestehen. Dann hast du einen ganz straffen Bauch, aber super dicke Beine oder weiß ich, oder eine Brust oder einen dicken Hintern oder so. Die Beine sind auch noch mein nächstes Projekt nach dem Kinn. Also die Beine sind natürlich auch sehr, sehr ausgeprägt, aber das möchte ich jetzt noch nicht konkretisieren. Also eher der Kinn ist aktuell, weil das ja auch die Gesichtspartie ist, wo man sieht. Also, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Also das Kinn steht jetzt noch an. Du bist dir dann aber, wie ich es jetzt gerade gehört habe, nicht so ganz sicher, dass dann auch Schluss ist. Da könnten doch noch andere Korrekturen auch noch kommen. Auf jeden Fall. Also, weißt du, ich denke halt Schritt für Schritt und wenn halt gar nichts mehr geht, dann auf jeden Fall noch die Beine. Ja, da kommt ja dann eine enorme Summe zusammen, wenn du dann auch noch die Beine machst, wo einem ja schwindelig wird, wenn man sich das vorstellt. Ja, also stell einfach mal die Situation vor, ich plaudere jetzt mal auf dem Nähkästchen, ich liege im Schlafzimmer und die Sonja liegt da und sie kommt und ich komme und weißt du, wenn du dann ins Zimmer kommst und dir näher kommen möchtest, sexuell aktiv werden möchtest im Zimmer, dann brauchst du da schon die Bestätigung, dass du zumindest was getan hast. Wenn es schon mit Sport nicht klappt und willst aber trotzdem sexuell attraktiv für deine Partnerin sein. Wie viel wiegt denn Sonja? Sonja ist auch leicht korpulent. Ach, guck. Sie wiegt leider noch ein bisschen mehr wie ich. Ja. Ach, guck, die Sonja. Deine dicke Lippe riskieren und selbst mollig durch die Gegend laufen. Ja, aber jetzt sind halt insbesondere die Beine, Und Sonja geht nicht zum Schönheitschirurgen, oder was?
Nee, da hat sie den Druck noch nicht von ihrem Partner, also von mir, ja. Na, das ist ja ein Ding. Die macht dir die Hölle heiß und sie mampft weiter ihre Fritten und ihre Marsriegel. So kannst du es ausdrücken, Domian, genau. Und findest du sie denn sexuell attraktiv, so wie sie aussieht? Ich muss dazu sagen, meine sexuelle Neigung liegt schon eher speziell auf Korpulente. Ach so, na gut, dann bist du ja gut bedient. Ja. Bei ihr allerdings ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ja, genau. Sie mag die ranken, schlanken Männer. Ja, also ich meine, sie hat mich ja schon im dicken Zustand kennengelernt. Ja. Also ich denke, sie ist nicht abgeneigt davon, aber ich denke, besser oder dünner würde ihr schon besser gefallen. Und meine Ex-Freundin Heike, die war auch relativ korpulent und ihr habe ich auch nicht trotz ihrer Brust zu einer Korrektur angeraten. Ja. Also du kannst damit leben. Im Gegenteil, es ist ja so ganz recht, wenn Sonja so dick bleibt. Genau, richtig. Ja. Also mich stört das nicht. Ja. Hauptsache, ich bin zufrieden und Sonja so, dann will ich nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass all diese Eingriffe gut ablaufen und dass da keine Komplikationen entstehen oder du nicht irgendwie hinterher schlimmer aussiehst als vorher, dass alles gut läuft. Das wünsche ich dir. Drücke mir den Daumen, Domian, für den 15. Juli. Da geht's ans Kinn. Dort soll es ans Kinn gehen, so, weil sehr wahrscheinlich. Ich drücke die Daumen, Christian. Alles gut. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Tobias, hallo Tobias, 33. Ich grüße dich, hallo. Tobias. Jetzt mal ganz kurz einen kleinen Satz zu meinem Vorgänger. Das klingt ein bisschen hart, aber so. Aber vielleicht sollte man dann vielleicht, wenn man so eingestellt ist und da so viel Geld für ausgibt, sich irgendwo in einer Straße stellen, wo 50 Stundenkilometer ist, vors Auto springen und dann zahlt er dann auch die Kasse. Der wird alles neu gemalt. Also ich finde es, so wie der Gott uns schuf, denke ich mal, ich glaube, ich gerade bin ich gläubig, aber... Ja. So wie es ist, ist es nun mal. Und wenn, ich meine, wenn es schön ist, ob es hin und her, wenn es wirklich nötig ist, wenn es wirklich jetzt... Also, du findest es, wie er es macht, übertrieben? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon krankhaft. Das ist also, wie ich sagen, Psychologe. Ja. Die nächste Telefonnummer. Ja. Gut. Jetzt zu dir aber. Was ist denn mit dir? Bei mir Eitelkeit. Also, ich bin sehr eitel. Bin ach, auch? Teilweise, ja. Ich bin auch rasiert überall. Ich habe 9 Jahre Glatze getragen. Ja. Also habe mir teilweise, ich habe ein halbes Jahr lang mir meine Arme, Beine, selbst auf die Finger, die kleinen Haare rasiert. Also das ist einfach für mich ein einfach als Körperpflege gewesen. Ach so, dann war dein ganzer Körper komplett haarfrei. Ich war komplett haarfrei. Auch die Augenbrauen? Nein, außer die Augenbrauen. Außer Augen, alles, aber selbst die kleinen Härchen, die man so auf dem Finger hat oder... Ja. An den Beinen irgendwie, wenn also, alles ist weg. Komplett. Ich war in der Badewanne ganz unmöglich dann und dann habe ich einfach... Ist aber mit sehr viel Arbeit verbunden, das heißt, du hast jeden Tag rasiert oder wie? Ja. Jeden Tag den ganzen Körper überall rasiert. Wie? Mit nassem Rasierer oder mit... Nassrasur, ja. Oh, das ist aber aufwendig. Ja, ich habe auf dem Kopf, also auch nicht nach vorne rasiert, sondern gegen den Strich, also wie ein Kinderpopo sich angefüllt hat und dann alles glatt war. Wie lange hast du das gemacht? Also ich habe 9 Jahre Glatze getragen, da habe ich das und dieses Ganzkörper habe ich weit über ein halbes Jahr habe ich das gemacht. So, dann ist das irgendwie, bei mir ist es aber nicht schlimm, ich bin an der Brust nicht behaart, also bei mir wächst auf der Brust, ich bin 33, auf der Brust nichts. Ich bin. Wollte ich gerade fragen, du bist also dann kein stark behaarter Typ? Überhaupt nicht. Dann, ja gut, dann geht das ja, das ist nicht so auffällig. Meine Beine sind hellblonde Haare, also nicht dunkel, wenn es dunkel wäre, würde ich auch nicht schön finden, weil ich nicht mag. So, jetzt hast du gerade Kritik geäußert an Christian. Da hast du gesagt, ja, man soll, so wie der liebe Gott eingeschaffen hat, soll man es hinnehmen. Könnte man dir ja auch dann sagen. Habe ich. Die Haare gehörten ja auch zu dir. Warum hast du abrasiert? Ich habe das ist einfach für Körperhygiene. Körperhygiene, was musst du die Beine nicht rasieren? Das war ein bisschen, ich hab Freunde kennengelernt, die haben es auch gemacht und dann habe ich das einfach auf mal gemacht und ist so gekommen. Ist jetzt ungefähr 4-5 Jahre her so. Und okay, aber nochmal zurückgespult. Die Begründung, was war das was war die Begründung? Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht, aus hygienischen Gründen. Weil das ist Quatsch, ist Blödsinn. Total, ich meine, ich habe es einfach für mich schöner gefunden irgendwie. Warum hast du es schöner gefunden? Ich habe es einfach mal probiert, weil ein Kollege von mir, also so, mit dem ich weg war, die auch auf hier, ich achte auf Kleidung und mache Sport und all sowas. Und, Okay, wir können es nicht weiter ergründen. Das hat dir gut gefallen. Ja, genau. Wie haben denn damals die Frauen...
Ja, nach einem halben Jahr irgendwie gesagt, dann habe ich es gelassen, einfach. Ja. Aber Platze ist geblieben und dich habe ich 9 Jahre gemacht und jetzt bin ich im März operiert worden und dann ich habe es einmal probiert, wie ich Urlaub hatte, dass ich mir 3 Tage, 4 Tage nicht den Kopf rasiert hatte und wie fiel mir nicht. Also ich habe im Spiegel geguckt und habe gesagt, das bin ich nicht. Und heute? Wie sieht's heute aus? Heute, ich war im Krankenhaus mir operiert worden, habe mir dann gedacht, Mensch, da habe ich auch keine Lust gehabt, lag eine Woche. Was war das für eine Operation? Ich habe einen Fußbruch gehabt, und ist operiert worden und dann habe ich das einfach wachsen lassen, war dann zu Hause, bin ja krankgeschrieben gewesen und habe einfach wachsen lassen und dann bin ich immer wieder zum Friseur gegangen, habe mir einen Schnitt rein machen lassen, so ein bisschen, Also heute, wenn ich dich jetzt sehen würde, wie siehst du aus auf dem Kopf? Ich sehe auf dem Kopf, also ich gehe jede Woche zum Friseur, seitdem, also ich gehe seit, das ist jetzt 5 Wochen. Wie lange sind die Haare? Oben 12, 13, 14 Millimeter. Also ich lasse mich an der Seite 2 Millimeter ausrasieren, 4 Millimeter hoch und dann oben Strähnchen habe ich drin. Und die sagen alle zu mir, du siehst 5, 6, 7 Jahre jünger. Ja, das hört man doch gerne, wegen der Strähnchen. Ja, auch nicht wegen der Strähnchen, auch so allgemein. Das hat mein Gesicht verändert und ich sehe jünger aus. Also, wenn die Eitelkeit damals schon so stark war, dann ist die Eitelkeit, die verliert man ja, manche verlieren sie schon, je älter sie werden, aber manche auch nicht. Würdest du sagen, dass du heute auch noch ein sehr eitler Mann bist? Ja. Also Körperhygiene auf jeden Fall. In dem Sinne, was du gerade sagtest, wegen Beine, zwischen Haare an den Beinen, nee, überhaupt nicht, geht gar nicht klar. Also ich mag es bei einer Frau nicht, beim Mann auch nicht. Und wenn ich bin Sportler, bin in der Dusche, wenn ich Männer sehe, so, dann weiß nicht, denn also ich mag es nicht sein, auch bei Männern nicht. Okay, wie zeigt sich deine Eitelkeit heute sonst noch? Wie bitte? Wie zeigt sich deine Eitelkeit heute sonst noch? Benutzt du beispielsweise auch viel Parfüms oder Deodorants? Ja, Parfüm, Douglas. Ich bin teilweise manchmal nach Douglas gegangen und bin rausgegangen und habe 500 Euro ausgegeben. Echt so viel? Also, dass ich dann alles so viel stehen hatte und dann, auch zu Geburtstagen und zu Festlichkeiten, Familie oder Freundschaft, Freunde, verschenke ich Parfüm. Ich verschenke immer Parfüm. Ja. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung, ja. Und deine Freundin, wie findet die das, dass du so bist, wie du bist? Die ist super, finde das gut. Und die denken immer alle, Mensch, du hast ein Parfüm gebadet. Aber so extrem ist das bei mir. Man riecht selber nachher nicht mehr selber oder so. Aber ich habe viele Freunde, die arbeiten und stehen danach nach der Arbeit neben mir und die haben dann diesen Schweißgeruch. Und ich mag sowas nicht. Und dann bei mir ist es so, wenn ich genau die gleiche Arbeit mache und bei mir riecht es nicht, auch wenn ich mich nicht, ich habe kein Parfüm dabei und sprühe mich jedes Mal ein. So nicht, aber was machst du vom Beruf? Ich bin hier Zusteller. Also ich bin. Also. Ich bin sehr eine Weile auch sehr viel am Laufen, sehr viel, auch man schwitzt. Ich bin nicht so der. Also. Auch ein sehr eitler Mann, der Tobias. Ein bisschen anders geartet als meine Vorredner. Es haben bisher. Ah nee, eine Frau hat angerufen. Ich wollte gerade sagen, haben nur Männer bisher angerufen. Ja. Ich danke dir auch für deinen Anruf, Tobias. Darf ich dir noch eine Frage? Darf ich noch einmal? Ja, sehr gerne. Und durch diese Eitelkeit, also ich habe jetzt, ich habe schon mal bei dir versucht anzurufen. Ja. Und durch diese Eitelkeit und so, ich auch gesundheitlich auf meine, gesundheitlich auf mich achte. Und auch, wenn ich Partnerin hatte, ich hatte nachherige Beziehungen, dann, hatte ich Leerlauf und jetzt habe ich wieder seit 4 Jahren eine Beziehung und bin ich fremdgegangen, nichts. Und in dieser Zwischenzeit hatte ich dann auch eine Partnerin, wechselnde Partnerin und ich bin jetzt operiert worden. Ich bin letztes Jahr hier ausgezeichnet vom Minister, weil ich eine schöne Tat getan habe, also eine ehrenamtliche. So. Worauf möchtest du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass ich zum Roten Kreuz gegangen bin, zum ersten Mal in meinem Leben und wollte Blut spenden. So, ich habe gesagt, so Mensch, das ist ja mal eine gute Sache. So. Ich wollte auch meine Blutgruppe wissen und habe auch gesagt, Mensch, mach das mal. Und bin hingegangen und habe dann 2 Tage später einen Brief bekommen von dem Roten Kreuz, dass sie mir geschrieben haben, irgendwas ist mit meinem Blutbild nicht in Ordnung. Ich sollte mal zum Hausarzt gehen. Und Tobias, ich bin jetzt nicht unhöflich. Du wolltest mir eine Frage stellen. Bisher habe ich die Frage noch nicht rausgehört. Ich will die Frage nicht stellen, also so sagen, dass ich zu eitel bin und dass ich jetzt einen richtigen Dämpfer gekriegt habe. Ich habe Blut gespendet und habe dann einen Strang gekriegt, was ich sagen wollte, dass ich zum Arzt musste und der Arzt hat mir bestätigt, dass ich HIV habe. Pum. Ich und HIV, Sportler, gut getrimmt, also ehrgeizig, mach was mit meinem Körper, alles, schütze auch mit dem Kondom immer. Weißt du denn, aber die Frage habe ich jetzt immer noch nicht gehört, die du mir stellen wolltest. Wie kann das sein, dass ich HIV habe? Das fragst du mich. Wenn
Es gibt nur die Möglichkeit, dass du dir es durch einen sexuellen Kontakt geholt hast, irgendwann, oder dass du es dir im Krankenhaus geholt hast? Ich habe alles durchgegangen. Ich bin alles durchgegangen. Ich bin wirklich einer, der aufpasst auf sexuell oder so. Und ich bin, da hatte ich dich jetzt vor ein paar Tagen auch schon angerufen und da wollte man mir zurückrufen und dann hat es geklappt. Und weil du ja auch Psychologen hattest, ich weiß es derzeit. Wir machen es mal folgendermaßen. Da wir heute ein festes Thema haben, würde ich das jetzt gar nicht hier auf dem Sender nicht vertiefen. Dennoch biete ich dir an, dass wir dich jetzt gleich zurückrufen und du wirst zu meinem Psychologen zurückrufen. Dann könnt ihr das mal im Detail erörtern, was da los ist und wie das passiert sein kann. Ja, sollen wir es immer machen, Tobias? Ich bedanke mich. Dann legst du bitte auf, der Peter meldet sich gleich bei dir. Okay, und ich wollte mal sagen, super Sendung und ich gucke dich gerne. Ich habe jetzt momentan, weil ich krank geschrieben bin, kann ich das sehen, was er spielt. Sehr nett. Vielen Dank, Tobias. Sehr nett von dir. Tschüss. Du Mann. Ciao. Jay ist hier. Spreche ich es richtig aus, ja, ne? Ja, hallo. Hallo Jay, 29. Ja, wie geht es dir? Gut, danke schön. Und selbst? Ja, auch gut. So, das freut mich ja. Du hast zu unseren Themen angerufen, Eitelkeit und Ehrgeiz. Ja, ich habe mal Lust gehabt, mit dir ein bisschen zu plaudern. Aha. Warum? Zu diesen Themen? Ja, zu diesen Themen, genau. Bist du sehr eitel oder ehrgeizig? Ach, ja, ich bin beides, von Eitelkeit bis Ehrgeiz. Aha. Erzähl mal, warum? Erzähl mal ein bisschen. Ja, von meiner Eitelkeit. Also ich lege sehr, sehr viel Wert auf mein Aussehen, weil ich natürlich auch gut rüberkommen möchte. Mhm. Was tust du alles für dein Aussehen? Oh, vieles. Also es fängt ja schon an, dass ich, wenn ich rausgehe und mich fertig mache, mindestens eine Stunde im Bad brauche, wenn nicht sogar anderthalb Stunden. Und das fängt an, dass ich mir Badewasser erstmal reinlasse. Dann fängt es an, dass ich erstmal mich komplett einpeele beim Waschen mit Peeling. Ja, wenn ich aus dem Bad raus, dann natürlich auch die Körperrasur, die darf auch nicht fehlen. Das heißt, die Brusthaare werden halt manchmal rasiert. Mhm. Dann wird mein Gesicht noch rasiert. Dann komme ich erstmal aus dem Bad raus. Das volle Programm jeden Morgen? Ja, nicht jeden Morgen, aber schon ziemlich oft. Ja. Weil dann, wenn es sein muss, müssen die Fußnägel ja auch geschnitten werden. Ja. Dann kommen die Fingernägel dran. Dann wird die Hornhaut von den Füßen abgemacht. Dann, wenn ich aus dem Bad rauskomme, kommt natürlich ein bisschen Körperspray dran. Lotion auch und sowas? Genau, ja, die Bodylotion, damit die Haut auch schön zart ist. Ja. Dann fängt es natürlich auch mit an, die Augenpflege, die darf natürlich auch nicht fehlen. Natürlich, nein. Ja, weil ich bin da sehr, sehr eitel. Das heißt, die Augen werden gezupft? Nein, 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 es kommt eine sehr, sehr teure Augencreme dazu. Ach so, natürlich. Wie konnte ich das? Natürlich, ja. Also, damit man die Augenränder und die kleinen Fältchen, die da so... Genau, mit 29 hat man da schon die Probleme, auch als Mann. Ja, eigentlich nicht, aber ich habe halt manchmal Augenränder und... da kommt eine teure Augencreme drauf. Genau, und die darf natürlich auch nicht billig sein, weil da gehe ich immer nach Douglas erstmal rein. Hey, reicht doch mit Douglas hier, es gibt auch viele andere Parfümerien. Ich könnte natürlich auch nach Pieper gehen. So, genau. Ich möchte jetzt keine Werbung für Douglas hier machen. Nein, sagen wir es nochmal, dann haben wir alles zehnmal gesagt. Gut, ja, also du gibst sehr viel Geld dafür auch aus. Ja, aber die Härte, die kommt ja noch. Ne? Ich würde niemals aus dem Haus gehen durch meine Augenränder, weil ich absolute Komplexe dadurch habe. Ne? Muss dir mal antun. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Eventmanager. Aber warte mal, ich habe das gerade nicht erzählt. Ohne Make-up auf meinen Augen gehe ich gar nicht raus, weil meine Augenränder, die darf man absolut nicht sehen. Das ist absolut, da bin ich sehr, sehr alt. Das heißt immer, du machst immer Make-up auf die Augen? Ja, jedes Mal, immer. Weil du immer Augenränder hast, oder wie? Ja, viele sagen, das ist nicht so schlimm, das ist nicht so stark, ich empfinde es als stark. Ja. Sogar wenn ich einkaufen gehe, tue ich mir Make-up auf. Ich bin manchmal schlimmer als eine Frau. Das heißt, du könntest gar nicht mal eben einen Kasten Bier holen, ohne dich vorher geschminkt zu haben? Genau. Hat jemand irgendwann bösartig zu dir schon mal, du alte Tunte, gesagt? Nein, ich bin keine Tunte. Nein, ich frage ja, ob es jemand schon mal gesagt hat. Um Gottes Willen, ich würde es ja nicht sagen, aber ich frage ja nur. Nein, vielleicht mein bester Freund, der regt sich manchmal auf. Bist du schwul? Nein, ich bin nicht schwul. Nein. Auch wenn mich sehr viele Männer immer verehren, also manchmal mehr als Frauen. Ja. Aber ich sehe total Heterotypen. Ach, was für eine Welt leben wir? Die gehen die Männer nicht mehr einkaufen, ohne sich geschminkt zu haben. Du lieber Himmel. Du lieber, mein ganzes Weltbild bricht hier gerade zusammen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wieso? Hast du das noch nie erlebt, oder? Nee, natürlich nicht.
Ja, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Ich weiß schon, dass sich das immer mehr so verbreitet. Ja. Also, und was ist denn mit den Haaren? Der Florian, ja, unser erster Anrufer, hat das ja erzählt. Stylst du da auch lange rum? Ja, das Problem ist jetzt, da bin ich sehr eitel geworden. Ich habe mir jetzt auch die Haare auf 3 mm rasiert, so wie du. Mhm. Weil ich langsam Haarausfall bekomme. Und das ist ja sehr praktisch, diese Kurzhaarfrisur. Muss man nichts machen. Aber ich habe da einen totalen Komplex und möchte jetzt eine Schönheits-OP machen. Meine Freunde, die halten mich alle für verrückt, weil ich würde gerne eine Haartransplantation machen, beziehungsweise eine Haarverwebung erstmal. Ach so, weil die Haare schon ausfallen. Genau, weil ich da sehr eitel bin und ich möchte natürlich halt ein perfektes Aussehen haben, ne? Und, das heißt, du erwägst das ernsthaft, das machen zu lassen? Ja, ich erwäge das ernsthaft, obwohl die meisten Frauen immer sagen, hey, das sieht sehr sexy aus, wenn die Haare so kurz sind. Ja, das finden viele Frauen, viele Männer auch. Ich finde das auch sexy, ich finde das auch gut, ja, in der Tat. Ja. Hast du dich erkundigt schon, was oder ist das im Moment nur erstmal so eine Überlegung? Ich habe mich das schon mehrmals erkundigt. Was kostet sowas, so ein Eingriff in deinem Fall? Also eine Haarverwebung, es gibt ja so eine neue Technik auch, da werden ja Haare eingewebt, das sieht auch sehr original aus, das muss natürlich alle 6 Wochen wieder nachgewebt werden. Das kostet ca. 1.300 € und das muss man alle 2 Jahre neu kaufen. Eine Haartransplantation würde so, sage ich mal, zwischen 5.000 bis 7.000 € kosten. Ja. So, jetzt hast du mir eine ganze Menge gerade erzählt und Florian am Anfang hat das auch schon erzählt und die anderen auch. Wenn ich jetzt mal was ganz Ernstes jetzt auch zu dir sage, meinst du nicht, dass das alles ein bisschen übertrieben ist, so viel Wert auf Äußerlichkeiten zu legen? Nein, ich bin immer noch der Meinung, wer gut aussieht, hat auch Erfolg im Beruf. Aber wer gut aussieht und gelackt aussieht, ist noch nicht unbedingt der bessere Mensch. Ja, das stimmt vielleicht, aber schau dir doch mal die ganzen Frauen an, die sehen alle hübsch aus, also viele sehen hübsch aus. Und fährst du selbst auch nur auf diese Oberflächlichkeiten so ab? Nein, nicht wirklich. Also ich muss dir sagen, wenn ich sowas sehe, bin ich eher gebremst bei einem Menschen, als denn, dass ich mich hingezogen fühle. Weil ich immer denke, der hat was zu kaschieren, das ist ein sehr oberflächlicher Mensch, da geht es nur um Äußerlichkeiten, um äußeren Lack und nicht um Dinge, die wirklich im Inneren stattfinden. Wenn du wüsstest, wie die Frauenwahl bei mir ist, dann würdest du mir das gar nicht zutrauen. Also ich bin da auch schon der Typ, so, der jetzt nicht unbedingt die perfekte Frau will. Also bei mir kann es auch ein bisschen mehr an der Frau sein. Also ich mag es natürlich auch, wenn die ein bisschen Kurven hat oder halt auch ein bisschen dicker ist. Ist es nicht viel, viel sinnvoller, sich um die Formung des Charakters zu bemühen, als denn ständig nach dem neuesten Make-up zu suchen? Also ich finde schon, dass mein Charakter top ist. Ne? Also ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch und bin auch immer... Was ist deine schlechteste Eigenschaft? Meine schlechteste Eigenschaft? Oh, ja... Das weiß ich jetzt nicht. Du scheinst offensichtlich eine sehr gute Meinung von dir zu haben, wenn dir das nicht einfällt. Also meine schlechteste Eigenschaft... Ja, das ist vielleicht, dass ich manchmal ein bisschen träge bin. Mhm. Also, das ist jetzt ein Stichwort, weil du gerade am Anfang gesagt hast, ich habe angerufen zur Eitelkeit und auch Ehrgeiz. Genau. Du bist auch sehr ehrgeizig. Ich bin sehr ehrgeizig. Du bist Eventmanager. Das klingt immer so gigantisch. Veranstaltungskaufmann. Ich habe auch einen zusätzlichen Studiengang gemacht von 2 Semestern als Eventmanager. Wie macht sich denn dein Ehrgeiz so deutlich? Also ich habe alles dafür getan, um bekannte Leute kennenzulernen und auch bekannte Künstler zu buchen, die man zum Beispiel auch aus den Medien kennt, wie war MTV. Und die habe ich natürlich, ich wollte alles daran setzen, diese Leute zu buchen und unbedingt mal von ganz nah kennenzulernen. Das heißt auch, die mal privat kennenzulernen, im privaten Bereich, weil ich muss die Künstler auch betreuen, ins Hotel bringen und so. Und ja, das ist halt schon als Kind immer ein Traum von mir gewesen. Und ich habe es halt geschafft, an diesen Künstlern ranzukommen. Was ist für dich der wichtigste Wert im Leben? Der wichtigste Wert im Leben für mich ist eigentlich Ehrlichkeit. Das ist eigentlich der wichtigste. Kann man natürlich unter Umständen nicht weit mitkommen, ne? Wenn man so ehrgeizige Ziele hat, muss man ja oft, sehr oft lügen und verschlagen sein, berechnend sein. Wer wirklich rundum immer ehrlich ist, der kommt nicht nach oben. Ja, das stimmt auch. Also da musste ich leider auch schon eine Erfahrung machen. Aber wie gesagt, um halt Erfolg zu haben, nehme ich das in Kauf. Was ist dein Ziel, dein Lebenstraum, dein Lebensziel? Du bist ja noch recht jung. Mein Lebensziel ist, dass ich unbedingt berühmt und bekannt werden möchte und auch ins Fernsehen kommen möchte. Ach so. Und dafür, daran setze ich alles. Jetzt machen wir ein ganz neues Tütchen hier auf. Ja, ich sag dir sogar jetzt was. Ich bin gerade sogar dabei. Ich bezahle teilweise bis zu 1.200 €
für ein Kamerateam, dass die mit mir durch die Stadt gehen, mit versteckten Kameras und so, und dass ich einfach durch die Stadt gehe und Leute verarsche. Also wie zum Beispiel, du kennst ja hier den Elton mit dem Simon. Ja. Der Simon macht ja immer so eine Comedy-Show. Und also du willst Fernsehstar werden. Genau. Du wirst im Fernsehen sein und im Comedy-Bereich. Bist du denn lustig? Ich finde, ich bin sehr lustig. Also erlebe mich mal eine Stunde lang in der Stadt. Also. Fand ich gerade noch nicht so sehr, aber warum willst du berühmt werden? Weil ich es halt liebe, erstens vor der Kamera zu stehen. Warum liebst du es, vor der Kamera zu stehen? Weil ich es liebe, im Vordergrund zu stehen. Also warum liebst du es, im Vordergrund zu stehen? Weil ich gerne Leute unterhalten möchte. Warum willst du gerne Leute unterhalten? Weil es mir Spaß macht. Und warum macht es dir Spaß? Weil ich gerne Leute zum Lachen bringe. Warum bringst du gerne Leute zum Lachen? Oh Mann, du fragst so viel auf einmal. Ich glaube, wenn man in diesem Beruf will, muss man ganz viel über sich auch nachdenken und über die eigene Motivation und sich darüber im Klaren sein. Ich glaube, da war aber ganz viel im Verborgenen bei allen Leuten, die das wollen und auch die das sind. Also eins sage ich dir nochmal kurz, bevor... Ganz schnell, die Sendung ist gleich vorbei. Okay, vielleicht wirst du jetzt demnächst auch irgendwas davon hören, weil ich schicke das ganze Filmmaterial auch zu sämtlichen Fernsehsendern. Okay, dann wird irgendwann Jay auftreten. Jay, ich muss jetzt leider abbrechen, abwürgen. Danke für deinen Anruf, toi, toi, toi für dein Leben und alles Gute für alles, letztendlich für dich. Okay. Tschüss. In der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und offenen Themennacht. Also wenn ihr mich anrufen wollt, dann macht das gerne. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 geht's dann mit der Sendung los. Gute Nacht, bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören.